Hey Leute, heute zeige ich euch mal, wie ich eine Schneckenvase einrichte und was ihr dafür alles braucht. Als erstes braucht ihr natürlich, wie der Name schon sagt, eine Vase. Dann braucht ihr kleine Schnecken. Ich benutze jetzt hierfür einfach Blasenschnecken. Die habe ich jetzt aus einem meiner Aquarien rausgesammelt. Dann benutze ich auch noch so Java-Farn, also als Pflanzen. Wasserpflanzen sollte man halt auch reingeben. Ich gebe jetzt hier ein bisschen weniger Wasserpflanzen rein. Vielleicht werde ich nachher noch ein paar Mooskugelreste oder Moose reingeben, aber erstmal jetzt nur den Java-Farn. Dann halt noch Dekorationsmaterialien braucht ihr halt auch. Da könnt ihr auch eure Fantasie halt freien Lauf lassen. Ich benutze jetzt hier so halt Zweige aus dem Garten und kleine Granitsteine. Und ja, dann würde ich schon mal sagen, dann fängt man halt an, das halt zu dekorieren. Ich mache das jetzt einfach mal so, dass das halt aussieht wie so eine Wurzel, die halt. Ich habe das jetzt ungefähr so angeordnet, halt mit Ästen und mit Steinen. Das kann man natürlich immer so machen, wie man möchte. Hier geht es jetzt ans Pflanzen. Als Pflanzen benutze ich jetzt erstmal nur Aufsitzerpflanzen, ups. Also so Java-Farn kleine und noch ein paar Java-Farn-Ableger, die ich mir gemacht habe. Und die werde ich jetzt halt da reinpflanzen. So, das kleine. Nun habe ich jetzt hier den Java-Farn eingepflanzt. Das Ganze wird dann noch ein bisschen dichter bepflanzt. So, jetzt ist es halt so ein Zwischenergebnis. Das Ganze werde ich dann auch noch alles mit Wasser abfluten. Und danach können wir dann auch schon gleich die Blasenschnecken einsetzen. Ich fülle jetzt hier das Wasser mit der Gießkanne ein. Ich empfehle dafür Aquarienwasser zu nutzen, weil da auch schon Bakterien und Nährstoffe drin sind für die Pflanzen. Und man sollte das Wasser auf die Steine kippen, damit der Kies Pflanze nicht halt auf. aus, wenn ich es fertig eingerichtet habe. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Java-Farn eingepflanzt, weil ich fand, das sieht ein bisschen kahl aus. Ich werde übrigens ungefähr jede Woche 50%igen Wasserwechsel in dieser Vase machen, weil das Wasser hier doch ziemlich schnell kippen kann. Vor allem, wenn man ein bisschen mehr Schnecken drin hat. Ich habe jetzt hier nur 3 Schnecken eingesetzt. Vielleicht werde ich später noch ein paar mehr Schnecken einsetzen. Aber die werden sich auch noch gut vermehren, dann wird auch eine größere Population entstehen. Ja, jetzt werde ich die Schnecken halt einsetzen und ja, bis gleich. Ja, so sieht das Ganze halt aus, als wenn ich jetzt alle Blasenschnecken eingesetzt habe. Hier seht ihr jetzt gerade eine Blasenschnecke, die zur Wasseroberfläche schneckt, schwimmt, kriecht. Und es geht ihnen halt ziemlich gut. Die haben auch schon Eier bekommen, also Eier gelegt. Annähern kann man die mit Fischfutter, mit Algen und so weiter. Ja, so sieht das Ganze halt aus, als wenn ich jetzt alle Blasenschnecken eingesetzt habe. Hier seht ihr jetzt gerade eine Blasenschnecke, die zur Wasseroberfläche schneckt, schwimmt, kriecht. Und es geht ihnen halt ziemlich gut. Die haben auch schon Eier bekommen, also Eier gelegt. Annähern kann man die mit Fischfutter, mit Algen und so weiter.